Messerscharfe Performance, ausgefeilte Aerodynamik, Leichtbau. Die Sportwagenschmiede McLaren steht für Fahrspaß, Geschwindigkeit und Rennsporttechnik. Und jetzt bauen die Briten ein Auto, das so viel Kofferraum wie ein BMW 5er Touring hat, den McLaren GT. Ein Reisesportwagen für 200.000 Euro. Wie gut gelingt der Spagat zwischen Rennwagen und Reisemobil? Ein Roadtrip durch die Berge soll es zeigen. Sportwagen, die sind hart, laut, unbequem und haben keinen Platz, also völlig ungeeignet für sowas wie Urlaub. Ja, aber McLaren will mit dem GT genau das Gegenteil beweisen. Dieses Auto hier hat fast 6-mal so viel Kofferraum wie ein Lamborghini Huracan. Aber nicht nur Kofferraum zählt bei so einem Langstreckenfahrzeug. Der muss komfortabel sein, bequem. Der darf nicht so viel Sprit schlucken, muss halt eben alltagstauglich sein. Ich mache mich heute auf den Weg von München nach Tirol. Und auf diesem Weg werde ich mal schauen, ob dieser Wagen genau das bietet. Oder ob vielleicht sogar etwas von dieser McLaren-typischen Performance verloren geht. Vor der Abfahrt der Härtetest. Passt unser gesamtes Filmequipment in den 150 Liter großen Front und den 420 Liter großen Heckkofferraum? Beladen wird hier zur Zentimeterarbeit. Trotz Kühlung und hitzebeständigem Material kann es hinten sehr warm werden. Alle Taschen und Koffer sind verstaut. Die Fahrt kann beginnen. Wir verlassen München über die Autobahn in Richtung Alpen. Hier ist das natürliche Jagdrevier des McLaren. Haben sich die beiden Turbos mit Luft vollgesaugt, schießt der GT nach vorne. 3,2 Sekunden auf 100, 9 Sekunden auf 200. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten bleibt der GT überraschend komfortabel. Einziges Manko, im Innenraum wird es recht laut. Was mich sehr, sehr positiv an diesem Auto überrascht hat, das ist das Fahrwerk. Ich kann hier super entspannt bei 200 km/h über die Autobahn fahren. Klar ist das Fahrwerk straff, ich merke die Straße, ich merke alle Bodenwellen. Aber ich kann hier super bequem fahren und mir auch gut vorstellen, längere Distanzen über, weiß nicht, 500, 600 Kilometer zurückzulegen, ohne danach Rückenschmerzen zu haben. Klassisch elegant, unaufgeregt stylisch. Der GT besticht mit scharfer Optik, doch er protzt nicht. Auch ohne fetten Spoiler sieht man ihm sein Potenzial an. Das hellbraune Leder im Innenraum versprüht Gran Turismo-Charme. Genauso wie das große Panoramadach. Zierelemente in Carbon zeigen seine sportliche Herkunft. McLaren baut erst seit 2009 Straßenfahrzeuge in Serie. Die Wurzeln der Marke liegen in der Formel 1. Der McLaren F1 brachte 1993 erstmals die Technik aus dem Rennsport auf die Straße. Nur 106 Exemplare wurden weltweit gebaut. Ein V12 von BMW katapultiert den Dreisitzer in 3,2 Sekunden auf 100. Mit 370 km/h Spitze war er lange das schnellste Straßenfahrzeug der Welt. Heute bietet McLaren ein ganzes Portfolio an Sportwagen. Fahrmaschinen wie der Senna, benannt nach dem dreifachen Formel-1-Weltmeister Ayrton Senna,
Mit 800 PS und 800 Kilogramm Downforce zeigen eindrucksvoll das Potenzial der Marke auf. Auch der GT trägt Formel-1-Gene in sich. Aber im Gegensatz zu seinen Markenbrüdern liegt der Fokus auf Langstreckentauglichkeit. Seine Argumente? Ein 4-Liter V8 mit 620 PS und 630 Newtonmeter. In der Zeit, in der sich andere einen Kaffee einschenken, spurtet der GT auf 200 km/h. Nachdem die Längsdynamik auf der Autobahn überzeugt hat, geht's für die Querdynamik auf kurvige Passstraßen in den Tiroler Alpen. Hier ist ein Sportwagenfahrer für sich. Keine Ampeln, kein Stau, purer Genuss, wenn die Drehzahl nach oben schnellt. Wenn du einsteigst in dieses Auto, dann fühlst du dich erstmal wie in einem Raumschiff. Nicht zuletzt, weil die Türen aufgehen wie im Raumschiff. Nein, du guckst dir aber auch auf ein Interieur, das sieht super hochwertig aus. Hier die Mittelkonsole ist wie ein Smartphone designt. Und finde ich auch ganz lustig, hier hat das Männchen, was es zu kühlen gilt, einen Helm auf. Naja, in einem GT. Aber worauf ich hinaus möchte, wenn man ein bisschen ins Detail geht hier bei der Verarbeitung im Innenraum, dann offenbaren sich immer wieder Schwächen. Wenn ich hier zum Beispiel drauf fasse, das fühlt sich ein bisschen billig an. Der Rückspiegel, na, der könnte auch in jedem normalen Auto sitzen. Und auch ganz schlimm, hier die Mittelarmlehne wackelt. Das sollte in einem Auto ab 200.000 Euro eigentlich nicht der Fall sein. Und dann kommt dazu, das ist auch immer so, vor allem im Türrahmen höre ich es ganz viel, es knarzt überall. Das ist etwas, was ich bei einem Mercedes oder sogar bei einem Bentley natürlich überhaupt nicht habe. Bei einer Luxuslimousine ein absolutes No-Go. Bei einem so straff abgestimmten Sportgerät nur sehr schwer vermeidbar. Rennwagentypisch ist dagegen auch, wenn das Säuseln der Turbos den Piloten zum Gasgeben animiert. Es klingt halt alles sehr mechanisch hier drin, ne? Während so ein Lamborghini oder Ferrari, die sind sehr emotional, ne? Die wollen irgendwie zeigen, was sie können. Bei dem McLaren, der weiß einfach, was er kann. Der muss gar nicht aufmucken. Der hat einen sehr technischen Sound dahinter. Und da hört man einfach, dass das funktioniert, was da hinter einem arbeitet. Doch mit den rassigen Italienern will sich der GT gar nicht messen. Seine Konkurrenz, die ebenfalls komfortabel abgestimmten Gentleman-Driver wie Aston Martin DB11 und Audi R8. Gegenüber deren V10 und V12 Motoren hat der V8 Biturbo im GT einen großen Vorteil: weniger Gewicht. Der Nachteil? Ein Turboloch, das man im McLaren zu spüren bekommt. So, wenn wir jetzt hier mit 70 unterwegs sind, im sechsten Gang, ich schalte mal zwei runter und drücke jetzt aufs Gas. Jetzt kommt der Turbo erst. Wer es dynamisch mag, muss im sportlichen Active-Modus die Drehzahl stets hochhalten. Dann wird man belohnt. Aber dieser Moment, wenn der Turbo kommt, Das ist ein Moment zum Verlieben. Da drückt es dich einfach so in den Sitz, da ist alles zu spät. Das Turboloch lässt sich mit Vorspannung umgehen. Ja, gehen in den Active-Modus, auf Launch, Vollgas. Die Launch Control lässt den Mittelmotorsportler wie am Gummiband nach vorne flitschen. Das Fahrvergnügen kann nur durch eines getrübt werden: hohen Verbrauch. Bei beherzter Fahrweise können es 30 Liter auf 100 Kilometer werden. Aber auch sparsame Abschnitte unter 8 Litern sind möglich. Wir können hier sogar einen Langzeitverbrauch anschauen. Es wurde schon relativ lange nicht mehr genullt. Seit 8.860 Kilometern läuft hier der Langzeitverbrauch und ist bei 14,5 Litern.
darauf kann man sich dann einstellen, wenn man sich so ein Auto holt. Angegeben sind laut Hersteller 11,9 Liter. Der Audi R8 V10 schluckt einen Liter mehr. Der McLaren GT ist der wohl reisetauglichste Pulsbeschleuniger auf unseren Straßen. Ein perfekter Begleiter für einen Shopping-Trip nach Monaco oder Mailand. Er bietet Stauraum wie ein Oberklasse-Kombi. Aber von der McLaren-typischen Performance hat die britische Flunder nichts eingebüßt. Ein rasanter Roadtrip von München nach Tirol endet im 5-Sterne-Hotel in Seefeld. Und wie könnte man dort standesgemäßer vorfahren als in einem McLaren?